Oh, das war eine Sirene, nachgemacht von mir. Hallo. Herzlich willkommen zurück bei Freddys Tortenwelt. Heute wird mal richtig Wein gebackt. So mit richtig viel Backwerkzeug reingebackt. Und dann krieg ich einen Mental Breakdown. Ich hasse Kuchen. Der Sendung in der Sendung, auf dem Kanal in der Sendung, wo wir Sallys Buch mit ihren Guidelines nachmachen und probieren, ein besserer Bäckermensch zu werden oder Bäckerinnenmensch zu werden, je nachdem, ob ihr mitmacht oder nicht. Heute machen wir chronologisch, wie es denn sein soll, immer noch die grünen Rezepte, aber schon etwas schwieriger, den badischen Kirschplotzer. Ne, Emma? Dich haben die Leute ja noch gar nicht gesehen, Emma. Komm mal her. Für zwischendurch mal. Das ist Emsen. Das ist unser neues Teammitglied aus der Familie Joanna. Ja? Oh, Knutscher. Oh, ein Knutscher. Dankeschön. Aber jetzt tue ich Emsis wieder runter, weil die muss jetzt mit ihrem Liebhaber, das ist nämlich Cookie. Die sind am Flirten immer, ein bisschen spielen. Guten Tag, now we back. War's gut hier oben? Nicht so gut? Kurz im Rampenlicht? Nicht so gut. Jetzt muss ich mal kurz die Pfoten waschen. Wir machen heute den badischen Kirschplotzer. Der ist ganz bekannt dafür, kirschig zu sein, musst du wissen. Was hältst du vom Schwarzwälder Kirschkuchen? Liebe ich ja. Magst du? Ich hoffe, der kommt auch noch da drin vor. Ich gucke wirklich immer nur von Folge zu Folge. Ich will mir noch nichts verderben. Ich bin auch sehr vorbereitet, aber ich will mir noch nichts verderben, auf jeden Fall, muss ich sagen. Jetzt habe ich es hier ready gemacht. So, als erstes müssen wir jetzt Folgendes machen. Es ist ein Gerät. Wir müssen den Brötchenteig klein machen. Hier steht als Tipp, wenn man keine Brötchen vom Vortag kriegt, kann man auch Knäckebrot verwenden. Und das machen wir. Wir haben hier das schöne Knäckebrot, was noch so ein bisschen aussieht wie, sieht auf jeden Fall aus wie so aus so einem, inzwischen aus einem Fallout-Spiel. Weißt du, irgendwas, was man so findet, was so rumliegt, so in einem Store. Und dann macht man irgendwie so. Und dann ist das so in seinem, im Inventar. Strange. Das macht mir Angst. Wenn das abends bei mir in irgendeinem Regal stehen würde, jetzt nehme ich mir mal einen Schutzel. Hallo, ich nehme mir einen Schutzel. Dann nehme ich mir einen Wake. Entschuldigung. Ich glaube, ihr hört es nicht, weil wir noch Musik runterlegen. Aber falls ihr ein kleines Brummern hört, wir haben natürlich gerade die Klimaanlage kurz mal eingeschaltet. Kurz, um mal kurz runterzukühlen. 170. Da brauchen wir mehr. 170 ist schon so oddly specific auch, ne? Generell so ein Kuchen, das alles herauszufinden, ist Kunst. Zählt 172 bestimmt wieder nicht, ne? Das heißt 170. So, Entschuldigung, sehr trockener Mund. Das jetzt hier in grobe Stücke machen und mit blauwarm oder mit warmer Milch übergießen. Boah, ne, Knäckebrot, ne? Ich fühle mich dann immer so mächtig. Aber Knäckebrot ist irgendwie bei mir im Kopf einfach abgespeichert als irgendwas, was du zu dir nimmst, wenn es dir nicht gut geht. 250 Milliliter. Und das jetzt einfach dann... Warm, oder? Ah ja, warm. Ach, hier ist ja der Herd. Ich habe gerade so geguckt, also warum steht da ein Brett? Ich bin selber noch nicht so 100% dran gewöhnt. Ja, komm, ich mach's schnell warm. Und dann mache ich schnell die Milch warm. Und dann einfach dann darin stehen lassen? Aber das wird doch never! Noch kleiner vielleicht? Ich glaube, das muss wahrscheinlich richtig klein gemacht werden, oder? Aber guck mal, bei ihr sieht es sehr, sehr grob aus. Wir haben hier echte Brötchen, sieht aus wie so ein Milchbrötchen. Und die sind sehr grob, also nur so gerupft. Wie sieht das aus? Das ist jetzt warm. Nicht heiß, warm. Dies werde ich nun benutzen, um das darüber zu gießen. Ist bereit für so einen Moment? Let's go. Nichts passiert, ne? Ist nicht ansatzweise bedeckt. Mache ich hier was falsch? Weil wenn ich das jetzt so 20 Minuten stehen lasse, stelle ich mir halt so vor. Und wird es weicher? Ja, unten auf jeden Fall, ne? Das ist halt unten so eine Masse. Alles richtig gemacht, ne? 170 und 200, yes. Also ist alles richtig. Ich habe alles befolgt. Ich befolge hier nur Anweisungen, Miguel. Jetzt reicht's mir mit dir. Gut, 20 Minuten lang stehen lassen. Timer auf 19 Minuten. Alter, wir hatten jetzt schon eine Minute. Ne? Hier steht jetzt heiße den Ofen vor und den Backring. Hab ich. 26 cm. Darauf soll man den stellen. Schlage ihn mit Backpapier ein und setze ihn auf ein Lochbrett. Das Lochbrett habe ich auch, ne? Lochbrett? Ja, das muss ich aber noch mal kurz holen. Also dieses mit diesem... Ja, da müssen wir kurz einen Schnitt machen. Da machen wir kurz einen Schnitt. The bride is here. Look at it. It's amazing. Und jetzt muss man Backpapier... Haben wir überhaupt noch normales Backpapier? Vielleicht geht es auch mit ihrem wiederverwendbaren, aber wir haben auch noch normales. Stelle den Backring da drauf und dann schlag das ein. Einschlagen?
Ja, man muss halt das verprügeln jetzt. Vielleicht so ein bisschen mit da drunter nehmen, damit es hält oder so? Sicher, dass es so sein muss? Miguel, da ist ein Bild, da sieht das so aus. Ich kann das nur so machen, wie ich glaube, dass das ist. Das geht wieder alles wieder hoch. Hey, hey, mir reicht's. Sieht absolut nicht so aus, wie das, was sie gemacht hat. Jetzt sind halt erst recht da so ein bisschen. Ich glaube, wenn man Gewicht da drauf macht, dann ist das bestimmt gut. Das ist alles okay, ich krieg das hin. Es wirkt nur improvisiert, aber ich weiß schon ganz genau, was ich tue. Ey, warum muss da Gewicht drauf? Weil da sind die Dinger jetzt unten eingeklemmt und dann drückt das platt und dann ist da keine Lücke mehr. Okay. Frag mich nach, ich kenne mich aus mit den Sachen, Miguel. Das ist gar kein Problem. Wie du, das hört sich jetzt sehr ironisch an. Du glaubst mir auch wohl, dass ich ein Profi bin. Also, Ofen ist vorgeheizt. Habe ich schon gemacht. Backring auf 26 cm ein. Ja, Backpapier. Mhm. Ja, Lochbrett haben wir auch. Wir sind ready. Ich habe, obwohl, es gibt eine Sache, die ich glaube ich noch nicht gemacht habe. Man kann ja dieses Ding hier verstellen auf die Größe deines Backofens, das Lochbrett. Habe es fertig gemacht. Hallo. Ist jetzt auch okay so hier. Also das ist jetzt alles ein sehr, ja, ne? Dann haben wir Eiweiß mit Salz steif schlagen und die ersten 60 Gramm Zucker langsam hinzufügen. Okay, lass uns das doch mal verrückt machen. Verrückt, also, hört sich gut an. Gut verrückt. Und dann machen wir jetzt 60 Gramm Zucker schon mal ready to go, weil das ist das, was wir gleich brauchen werden. 60 Gramm. So, 60 Gramm Zucker, Salz ist hier. Jetzt brauchen wir nur noch das Eiweiß, was wir aufschlagen sollen. Und wie viel? 3 Eigelb und 3 Eiweiß. Dann trennen wir die mal voneinander, würde ich sagen. Ne? 3 Eigelb, 3 Eiweiß. Dann mache ich das Eiweiß. Pray. Rising up. Back on the streets. Take my time, took my chances. Ich glaube, Eye of the Tiger beim Ei-Trennen zu singen, ist genau das, was wir noch brauchen. Eye of the Tiger. Eine Prise habe ich gelernt, weil ihr mir das zahlreich geschrieben habt, ihr netten Menschen. Habt gelernt, eine. Hier steht jetzt: Eiweiß mit Salz steif schlagen. Mit dem Salz, wie viel Salz ist es denn? Eine Prize. Eine Price-Salz, habe ich gelernt, ist das, was zwischen Daumen und Zeigefinger passt. Ich verstehe immer noch nicht diese Aussage, weil die so unfassbar ungenau ist, so wie, da könnte ich auch sagen, das passt zwischen zwei Zehen. Guck mal, wie viel dazwischen passt. Es ist variabel. Ja, wenn so macht das, was dazwischen passt. Wie denn so? Ich mache jetzt so, ich mache jetzt das, was dazwischen passt. Ist das eine Price? Das ist eine Price, ja. Das war nix. Wenn sie alle mich abfacken wegen meiner Price, dann bin ich auch sauer jetzt. Da bin ich jetzt auch preisig sauer. Da mit dem machen? Ja, let's try. Ah, okay. Einfach mal verrückt sein. Try new things, ne? Ja, weil ich weiß, dass Sally das auch hat. Wo ist denn der Rest davon? So, jetzt bin ich aber gespannt. So, das hier muss ich jetzt alles. Das ist so crazy, dieses Gefühl, Alter. Steiftest. Jetzt kommt, da steht jetzt hier, den 60 Gramm Zucker langsam hinzugeben und rühre den Eischnee nun 3-4 Minuten weiter. Was ist denn rühren? Das? Ich mach mal langsam und jetzt rühren. Ne? Das heißt, ich werde mal höchstwahrscheinlich den hier nehmen und das einfach kurzzeitig weiter rühren. Ich rühre, das verstehe ich jetzt unter rühren, das nicht unterheben. Ja, ich weiß, der Freddy kann nicht unterheben, aber rühren ist jetzt bestimmt auch wieder was anderes. Das Ding ist halt, Sally hat halt eigentlich auch so ein Verzeichnis gemacht, was sie mit den Wörtern meint. Ne? Ja, sie hat ja eigentlich auch gesagt, lies es bitte durch, aber sind wir mal ganz ehrlich, wo bleibt da die Comedy dann? Falls ihr denkt, ich tue mich sehr schwer, es steht auch wirklich sehr ausführlich, glaube ich, in diesem wunderbaren Buch erklärt. Keine Ahnung. Ich habe wirklich keinen Plan, ich hätte es einfach weitergeschlagen. Was soll denn passieren? Was kommt nach steif? Abfallen. Okay. Ich weiß es nicht. Ein Gäbelchen nehmen, steht da drin, um das Ganze einfach noch kleiner zu machen. Die benutzen nämlich ihren Wacker. Wacker? Ja, den kannst du Sachen wacken mit und klein machen. Also, wenn ich es klein machen soll. Was denn? Das ist die Power des Pürierers. Ja, es macht das Gleiche wie eine Gabel, nur größer. Das funktioniert doch fantastisch, oder? Guck, hat geklappt. Also ich würde sagen, ich empfinde das als das, was es vielleicht sein soll. Ich bin mir nicht 100% sicher, ob das jetzt stimmt, aber ich tat dies nun. Weiche Butter verrühren mit dem restlichen Zucker und Vanilleextrakt für 4 bis 5 Minuten cremig rühren. Cremig schaffe ich nur damit, das schaffe ich nicht mit der Hand. Das heißt, das werde ich jetzt damit auch tun. Nehme mir jetzt hier keine Schüssel mehr. Bin in einer Sekunde wieder da.
Wisst ihr, warum das nicht passiert wäre? Oder wie das nicht passiert wäre mit der Schüssel? Wenn Revi mir meine scheiß Schüssel zurückgegeben hätte vor anderthalb Jahren. Du schuldest mir immer noch eine Schüssel, du Häschenohr. Wir haben nun die Schüssel, da machen wir weiche Butter rein. Wie viel weiche Butter genau? Wir machen genau da rein 125 Gramm. 125. To the first, to the second, to the third, to the 17th. Englisch. It's my strong language. So, das ist weiche Butter. Keine geschmolzene, das ist weiche Butter. Nun waschte ich dies, damit ich es rührte. Jetzt brauchen wir nochmal Zucker, glaube ich, die zweiten Zucker. Das sind nämlich die 60 Gramm und ein bisschen Vanilleextrakt. Da steht 4 bis 5, nee, steht ein Teelöffel. Kann er. Ist doch. Kann er. Ist doch. Two shots of Wodka. Uhu. Vielleicht eine ganze Flasche. Was denn? Ich hab ihm nichts getan. Ich war sehr fair. 60 Gramm Zucki. Entschuldigung. Jetzt 4 bis 5 Minuten einfach cremig schlagen. So sieht es jetzt aus und so sieht es cremig aus. Wenn ich nämlich so mache, Ene Mene Idelfix ist von Asterix und Obelix. Ene Mene Rühr dich blau, Kartoffelbrei. Wo ist eigentlich Boris Blocksberg? Hex, Hex. Ja, da hat sich jetzt einiges getan. Das hat doch schon ein bisschen gespritzt in dem Gerät hier. Deswegen habe ich das mal hier reingefüllt. Ich würde das jetzt auch mal hier weitermachen für die nächsten Schritte, um einfach den Teig hier anzurühren. Aber es ist eine, ich glaube, eine ganz passable, fluffige Buttermasse geworden. Also so eine Buttermasse hatte ich zumindest noch nicht. Ich glaube, das ist auch das, was man potenziell als Buttercreme vielleicht klassifizieren würde. Die Eigelbe eins nach dem anderen hinzugeben und rühre dabei etwa 30 Sekunden ein, damit die Buttermasse nicht gerinnt. Vermische das Mehl mit dem Backpulver, Zimt und Nelken und dann die Mehlmischung unterheben unter die Buttermasse. Heißt, das rühre ich jetzt hier drin fertig und dann mache ich die Mehlmische und rühre das dann da unter. Jetzt mache ich mal eins nach dem anderen hier. Eins. Und das ist jetzt alles, glaube ich, schön verrührt. I don't know, bin ich ganz ehrlich. Ich rührte dies unter, wie es die Chefin befahl. Die Buttermasse heben wir jetzt mal hier rein. Ich glaube, es sieht gut aus. Nicht 100% sicher, bin ich ganz ehrlich. Oder? Also vermische das Mehl mit dem Backpulver, Zimt und den Nelken. Das machen wir jetzt mal. Mehl. Then I tarry. And now I take the Mehl. It's 125 Gramm. The greatest Grand in the Anzahl of Grand. I take the Grand Mehl. 125. Ich mache alles genau, weil sonst weiß ich, dass ich es verkeke. 2 Teelöffel Backpulver. Also teaspoon. I'm taking the teaspoon and put 2 of it in. Take one. Take a second one. Nah, it's not working. Second one in. It's good song. It's best song. Oh, tasty song. Take one tablespoon. Alle. Ah, so. Ich weiß nicht, was Zimt auf Französisch heißt, bin ich ganz ehrlich. Now necker! Gemalle, hä? Gemalle necker. Gelkeschoß. Wie viel heißt das nicht? Heißt das nicht? Nee. Eine Prise. Prise. Jetzt verrühren wir das Ganze. Ich glaube, hierfür gibt es bestimmt auch noch einen cooleren Weg, das alles zu verrühren. Und danach hebt man das unter oder haue ich das jetzt eigentlich nochmal durch den Sally-Sieb? Weißt du, weil normalerweise haben wir das immer so nochmal durchgesiebt, damit es feiner ist. Aber ich weiß nicht, ob das heute sein muss. Steht das denn da? Nee. I don't think so. Also, hier steht, hebe die Mehlmischung unter die Buttermasse. Das ist auch nicht das coole Bild, was Sally da macht. Vielleicht sollte man das immer sieben. Hier steht's nicht, ich mach's jetzt mal nicht. Auch wenn das vielleicht der unklügere Move ist. Ich mach mal so, hebe die Mehlmischung unter die Buttermasse. Haben wir das gemacht. So, und jetzt hebe ich das hier. Ich weiß gar nicht, wie ich bei so wenig Buttermasse das da unterheben soll, ehrlich gesagt. Aber unterheben ist das jetzt ja nicht wirklich, oder? Aber crazy Masse, also. Obwohl, der ist ja jetzt auch, ist ja der trocken? Nee. Aber das Eiweiß fehlt zum Beispiel. Ah, der Eischnee kommt jetzt noch. Hebe die, jetzt kommt Mehlmischung. Ja, Mehlmischung habe ich jetzt unter die Buttermasse gehoben. Jetzt haben wir so einen bräunen, so einen dunkleren Butterteig, so einen bräunlichen eher so. So, ich würde sagen, das hat jetzt funktioniert. Und jetzt den Brötchenteig, die Haselnüsse, die Schokostreusel und den Eischnee in mehreren Portionen zur Buttermasse hinzugeben und alles vorsichtig unterheben mit einem Schneebesen. Das ist auch ein Schneebesen daran jetzt. Ich schon, ja. Hier steht kein elektrischer. Füge zum Schluss den Brötchenteig, die Haselnüsse, die Schokostreusel und den Eischnee in mehreren Portionen der Buttermasse zu. Das heißt, nicht alles auf einmal. Höchstwahrscheinlich diese Sachen relativ, weißt du, immer Stück für Stück. Würde ich jetzt mal sagen, das da, bisschen Buttermasse. Das muss ja alles noch da rein.
Dann wie viel Haselnuss brauchen wir denn? Also ist auf jeden Fall mehr als eine. Einmal so, einmal 100. 99 nur drin. Ich bin hier verarscht worden für mein Geld. 125 für Haselnuss, ne? Ja, und dann 100 Gramm Schokostreusel. Wir haben jetzt nur nicht die guten. Weil das letzte Mal hatten wir die guten Schokostreusel. Jetzt haben wir die schwierigen, die von der Street. Mach mal 100 voll. Ich weiß immer mal, ich hatte zum Glück nur eine ganz kurze Zeit. Ist nicht die Geschichte, die ihr jetzt erwartet. Okay. Das ist, wo ich dann immer das hier auf einem Butterbrot gegessen habe. Was? Das hast du nicht gemacht. Das ist voll krass. Machen richtig viele. Das ist echt? Gar nicht mal so strange, wie man denken würde, ja. Ein bisschen Schokostreusel. Aber wie kann man das denn auf dem Brot essen? Also man das dann nicht Butterbrot. Schmolzen? Brot? Ja, genau. Und dann einfach mit Schokostreuseln. Was ist denn jetzt hier für eine Flüssigkeit rausgelaufen? Was war das denn? Ist das schon wieder eigelbig geworden? So, jetzt soll man das hier unterrühren mit einem... Alter, das stresst mich so auf einem anderen Level. Wie rühre ich denn was mit einem Schneebesen unter? Ja, verstehe ich auch nicht. Ich verstehe ja schon anscheinend... Ich habe mir auch immer noch nicht fairerweise irgendwas dazu angeguckt, ne? Deswegen kann ich es halt nur schwer sagen. Komm, den Rest einfach. Ich mache es in zwei Portionen, gebe ich das dazu. Auch wenn jetzt hier höchstwahrscheinlich Sally schon wieder die Arme über dem Kopf verschränkt und sagt, ei, ich habe doch geschrieben, mehrere Portionen, Freddy. Das lass mein Problem sein. Boah, ist das eine Masse, ne? Crazy. Geil. Aber es ist geil irgendwie, muss ich sagen. Also auf eine ganz weirde Art fühle ich das schon. Ich weiß noch nicht warum, aber irgendwie sieht das lecker aus. Ja, ne? Ich will auch irgendwie sagen, geile Matschepampe einfach. Rühre nach Belieben das Kirschwasser oder den Rum ein. Kirschwasser. Nur der Geruch allein schon. Hammer. Wie viel kommt der jetzt rein? Nach Belieben, Miguel. Ah, okay. Ich glaube, viel weniger als das. So lange schon nicht mehr getrunken, ne? Seit meinem Vorfall von vor so lange, 2 Wochen. Riecht nach Kirschwasser. Jegliche Vorarbeit wurde getilgt. Füge den Teig in den vorbereiteten Backring hinzu und dann in den vorgeheizten Ofen für eine Stunde, ne? Aber jetzt nochmal hier, streiche ihn glatt und drücke die Kirschen hinein. Ah, alle Kirschen? Das hier sind 500 Gramm Kirschen. Chefin sagt, ich widerspreche nicht, ich mache jetzt hier. Das ist Zuversicht. So, los geht's. Bereit? Bereit. Alrighty. Oh, riecht aber geil, Mann, ey. Ich glaube, wir haben hier hinten noch unseren Übereck. Weißt du, unser Übereck-Streichding. Jetzt steht da, was ich auch tun werde, diese Masse müssen wir jetzt einmal glatt streichen. Wie gut, dass du diese Gadgets hast, ne? Ja, Sally halt. So life-changing. Dass das hier so eine Bereicherung ist, dieses Streichding, ne? Ist so, oder? Das ist so sick. Guck mal, wie dumm und dämlich ich höchstwahrscheinlich mich irgendwie angestellt hätte. Wäre aber auch funny gewesen. Hey, jetzt reicht's. Es sind schon so genügend Probleme gewesen. Ich würde mal ganz kurz, also die sind ja mit Stein, aber ich würde kurz die Dingsels abzupfen und das mal waschen. Wir sehen uns sofort wieder, wenn das ready ist, würde ich sagen, ne? Ich habe nun die Kirschis. Ich finde, 500 Gramm sieht auch gar nicht mehr so krass aus dann. Ich weiß nicht, ob man 500 Gramm mit oder ohne Stiele machen sollte. Hier steht, nachdem das hier glatt gerührt wurde, da rein. Ich würde es danach höchstwahrscheinlich nochmal glatt rühren. Aber nach wie vor finde ich das schon echt viel. So, wir müssen gleich auf jeden Fall was machen, weil das steht nämlich in der Beschreibung, dass man den am besten draußen oder auf einer Terrasse oder auf einem Balkon isst. Weil dann hast du das Gefühl, als wärst du bei einem Kirschweitspuck-Tournament. Und stimmt, das können wir dann machen. Wir können schön einen Wegkirschweitspucken. Ist es so traditioneller oder so, dass man halt irgendwie einfach immer Kirschenkerne irgendwie mit da eingebacken hat? Weil ansonsten würde ich ja auch eher sagen, man guckt, dass es nicht so ist, ne? Ist halt voll die Arbeit, die rauszupicken auch dann, ne? Ja, beim Essen. Also man hat ein bisschen länger was zu tun. Aber ich könnte mir vorstellen, dass es so vielleicht so ein Sprichwort-Ding ist, weißt du? Warum man das macht, so, was ich wieder nicht kenne oder so. Ja, sieht auf jeden Fall crazy aus inzwischen. Sieht ein bisschen aus wie so die komplette Kirschen-Overload. Ja, das Geile ist ja dann geht der noch ein bisschen auf, ne? Und dann sind die Kirschen dann sozusagen eingepackt. Backen die sozusagen ein, ja. Eigentlich hätte man so Hälfte machen sollen, dann die Kirschen drauflegen und dann den Rest drüber oder so, weißt du? Mhm. Ich glaube, das wäre auch ganz cool gewesen. Jetzt ist halt so ein bisschen so eine Hubbelpiste geworden. So, aber alle Kirschen sind drin. Jetzt probiere ich nochmal Trick 80. So, weißt du, dass man hier vielleicht ein bisschen... Bisschen Teig noch reinkriegt, ne? Ich glaube, ich habe hier vieles okay gemacht. Vieles fühlte sich im ersten Moment nicht richtig an, aber ich glaube, mit dem Outcome bin ich jetzt verhältnismäßig zufrieden sogar. Also, Eye of the Tiger. Jetzt kommt das Ganze eine Stunde, 50 bis 55 Minuten noch in den Ofen. Wichtig ist auf dem untersten Rost. Ich glaube, da habe ich beim Kuchen beim letzten gar nicht drauf geachtet. Aber ich würde sagen, wir sehen uns dann in 50 Minuten wieder. I put it in. It's been 5 hours. Das ist Englisch und heißt, it's kalt. Ihr lernt hier was. It's the learning channel.
Ich habe dieses geriffelte Ding genommen, ich habe das jetzt da reingetan. Das heißt jetzt, Miguel, eigentlich nur noch, willst du mir die Kuchen, das Kuchending, das Drehteil geben? Aber ist was geworden, Alter, zweimal hintereinander. Obwohl das so schwer war heute. Zumindest optisch ist es krass was geworden, finde ich, oder? Ist richtig ganz minimal, minimal warm. Ich überlege gerade, hast du links das Messer, neben der Nudelmaschine, das Graziaz, werde ich jetzt benutzen. Und das mal von dem Backpapier höchstwahrscheinlich. Ich glaube, dafür nimmt man eigentlich eher den Tortenretter, ne? Ich habe noch mit Johanna sowas gemacht, wir haben richtig geiles Essen eigentlich jetzt. Eigentlich müssen wir zuerst Hauptspeise und danach ne? Ja, das stimmt. Vielleicht ein bisschen trocken? Ich glaube eher das trocken, Gegenteil. Ich würde, glaube ich, sagen, eher ein bisschen zu säftig. Ey. Das sieht wirklich crazy. Das sieht aus wie bei Oma im Garten. Aber mega. Oder? Heftig. Also ich meine, wir sehen es ja jetzt so nah. Glaubst du, die Leute dürften das auch noch mal nah sehen? Das dürfen sie, oder? Ja, würde ich sagen. Dann Miguel, Malte, deines Amtes. Ready for it? Let's go. Wir müssen noch mal ansetzen, war nicht cool genug. Miguel hat eine coole Skala, wenn wir dann... Okay, bist du bereit? Bereit. Let's go. Achso, du willst hoch? Willst ja, hoch? Ich wollte, du willst da rein. Und dann, okay. Nee, aber kriegen wir einen dritten Versuch. Du kannst alles so drin lassen. Was soll ich jetzt machen? Ich spin und dann werfe ich euch weg. Okay, dritter Versuch. Wir machen ganz cool. Hier, halb es geht. Ich bin richtig cool und hip und so. Noch 20. Aber nicht mehr lange. So, und dann dreht es jetzt und dann könnt ihr sehen, wie der Kuchen aussieht. Genau jetzt. Are you ready to cut this? Are you ready to cut this? Das heißt im Spanischen, hablo español. Ein Stückchen da rausnehmen. Auf einem ganz normalen Kuchenteller, wie ich ihn kenne. Ich nehme immer Hälfte. Ich nehme jetzt einfach mal das Messer von ihr dazu. Ich weiß nicht, ob das richtig ist, aber das ist ja auch scharf. Ich schneide jetzt hier durch, ne? Boah, ich habe, glaube ich, so ein paar Kirschen gehäutet, gerade aus Versehen damit. Ich glaube, das ist richtig geil. Meine Omas wären alle proud of me. Zeig mal von der Seite. Lucatit. Nice. Ich glaube, viele sagen ja, wenn du was Schönes siehst im Park, ne, das ist ein Schmetterling. Schmetterling. Und das hier, weißt du, wie ich das nennen würde? Schmeckerling. Gerade spontan überlegt. Ich weiß, manchmal vielleicht noch Vorbereitung. Man sollte es draußen essen, ne? Auf einer Terrasse oder auf dem Balkon, hat sie geschrieben. Soll ich rausgehen? Mal kurz. Alles klar. Soll ich Schnipser machen, YouTube-Schnipser? Mhm. Ah, hat nicht geklappt, nochmal. Unsere Nachbarn hören irgendwie so krasse Hip-Hop-Musik. Okay, ready for it? Ready for it. Ich nehme jetzt erstmal nur ein Stück Kuchen, weil ich habe auch Angst vor der Kirsche. Okay, so kann man es essen, ne? Darf man das? Haben wir jetzt da einen Kirschbaum? Da wächst ein Kirschbaum, ja. Ich meine, da sind 500 Gramm Kirschen drin, ne? Hat halt eine geile Süße. Schmeckt auch generell einfach so ein bisschen wie Teig, der so Kirschen eingewickelt hat, weißt du? Ich glaube, ich lasse das jetzt auch, weil ich glaube, das ist auch teilweise eklig. Aber Kuchen ist lecker. Du kannst nur so bewerten, wie ich es jetzt bewerten kann. Ne? Und da muss ich sagen, schmeckt so ein bisschen wie so ein Omi-Kuchen. Und das ist, glaube ich, das größte Kompliment, was ich mir geben kann für irgendwas. Das schmeckt wie irgendwas, was eine Oma gemacht hat. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Lass gerne einen Daumen nach oben da. Der zweite Kuchen, der geglückt ist hintereinander. Zumindest ist ein gutes Ergebnis dabei rausgekommen. Ich bin mir sicher, ich kann noch Sachen optimieren. Aber das lerne ich sicherlich beim nächsten Mal. Wir haben ja noch ein, zwei, drei einfache Rezepte vor uns. Und ich glaube, die steigern sich ganz gut. Von daher, Dankeschön, Sally. Schaut gerne bei der vorbei. Buch bzw. Webseite verlinken wir mal unten, falls ihr da noch irgendwas braucht oder wollt oder sonst was. Weil in good spirit, we all are together. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, haut rein. Morgen, ne? Deswegen. Tschüss. Zwei. Zwei. Community. Zwei Community. Das Video ist vorbei. Ist aber nicht schlimm. Like mein Scheiß und lass ein Abo da. Guck mehr Videos, guck mehr Videos, mir fällt nichts mehr ein, tschüss.